Sarah Weilburg, Studentin aus München. Verdacht auf Schädel-Hirntrauma. Dieser sichergestellte Stein draußen, das könnte die Tatwaffe sein. Warum hat der Täter sich hier abgelegt, so nah am Weg? Vielleicht wurde er von jemandem entdeckt. Wir waren ja alle gemeinsam im Zentrum, um die Energiestrahlen zu empfangen. Unsere Forschungsgruppe sucht nach Signalen aus dem All. Außerirdische. Wir sind aber keine Believers. Entschuldigen Sie, Sie waren doch heute Morgen auch am Tatort. Er spricht nicht gern mit Fremden. Patrick Brandes ist auf einem Überwachungsvideo im Tatzeitraum. Sie haben sie gut gekannt, ja? Kennen Sie gut, ja? Wir haben den Treffer beim DNA-Vergleich. Patrick Brandes. Wisst ihr denn jetzt, wer der Maulwurf ist? Nur nicht, aber wir finden den. So eine Suche ist teuer. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie wir ins Geschäft kommen können. Zigarettenasche. Jemand muss sie da verteilt haben, damit der Kreis echter wirkt. Sie meinen, sie wollte Antworten finden? Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich so für die Dinge interessiert hat. Die entstehen jedes Jahr hier in der Gegend und Duprell macht da immer seine Seelenheilung. Ich zeige meinen Jüngern, dass da noch ein weiteres Leben auf sie wartet. Das kostet auch noch 150 Euro. Pro Jahr? Pro Monat. Ich finanziere damit wohltätige Projekte. Sowas wie die Herstellung von Kornkreisen.